Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu unseren Nachrichten aus dem Café. Mit dem Palmsonntag beginnt am kommenden Sonntag die Karwoche mit Ostern. Am Palmsonntag hören wir das folgende Evangelium. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Dann haben sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Soweit das Evangelium. Ist es möglich, fragte der Dichter Rainer Maria Rilke, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche geblieben ist? Ist es möglich, dass die ganze Weltgeschichte missverstanden worden ist? Ist es möglich, dass die Vergangenheit falsch ist, wenn man immer von ihren Massen gesprochen hat, statt von dem einen zu sagen, um den sie herumstanden, weil er fremd war und starb? Ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Und Rilke gibt selbst die Antwort, ja, es ist möglich. Und fügt hinzu, wenn aber dies alles möglich ist, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste, der welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Dieser Aufruf Rilkes ist aktueller denn je. Wenn dies alles so ist, dann muss um alles in der Welt etwas geschehen. Auf diesen einen schauen wir wieder in dieser heiligen Woche. Wir wollen diese Woche nicht von außen miterleben, sondern mit Jesus nach Jerusalem einziehen, mit ihm am Gründonnerstag am Tisch sitzen, mit ihm sterben und auferstehen, damit nichts an der Oberfläche bleibe. Jesus wollte die Welt auf religiöse Weise verändern. Die Anfrage Rilkes trifft also den Kern. Ist es möglich zu glauben, man könne einen Gott haben, ohne ihn zu gebrauchen? Und so lade ich Sie zum Gebet ein. Wenn die Menschen mich loben, dann will ich mich festmachen in dir, Gott. Wenn die Menschen mich verlassen, dann will ich mich festmachen in dir, Gott. Wenn die Menschen sich lustig machen über mich, dann will ich mich festmachen in dir, Gott. Wenn die Menschen mich bedrängen, dann will ich mich festmachen in dir, Gott. Wenn ich anderen Unrecht tue, dann sei du ihnen gnädiger, als ich es bin, Gott. Wenn ich andere nicht lieben kann, dann überschütte du sie mit deiner Liebe, Gott. Vergib du schon hier, was wir einander schuldig bleiben, und vollende uns alle einmal in deiner Ewigkeit. Amen. Zum Schluss noch zu den Terminen. Am kommenden Freitag, 22. März, treffen sich die Kommunionkinder von Pettenwil zu ihrer Erstbeichte und am kommenden Samstag dann die Kinder von Kornwestheim. Und beim Sonntag laden wir alle herzlich zu den Gottesdiensten um 8.30 Uhr im Thomashaus, um 9.45 Uhr in St. Martinus und um 11.30 Uhr in Pettenwil ein. Am Sonntagabend um 18 Uhr feiern wir die Bußfeier auf Ostern in St. Martinus. Am Gründonnerstag, 28. März, laden wir vor allem Familien um 17.30 Uhr zum Abendmahlgottesdienst in St. Martinus ein und um 19 Uhr findet dann der Gemeindegottesdienst statt. Am Karfreitag, dem Todestag Jesu, laden wir zur Feier der Todesstunde Jesu um 15 Uhr in die St. Martinuskirche ein. Am Vormittag finden die jeweiligen Kreuzwege in St. Martinus und Pettenwil statt. Ganz herzliche Einladung dann zur Osternachtsfeier mit dem Osterfeuer am Samstag, 30. März um 21.30 Uhr in der St. Martinuskirche. An Ostern um 9.45 Uhr singt der Kirchenchor. Am Ostermontag, 1. April, feiern wir um 10 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, beginnend in der evangelischen Johanneskirche, abschließend in unserer Kirche. Zwischen den beiden Kirchen gehen wir den Emmausgang. Ich lade dazu ganz herzlich alle ein. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.